Hi Freunde, Modman hier. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Boss Flamme des Königs Fuoco besiegen kannst. Das ist der fünfte Boss in der Story von Lies of Pi, sieht aus wie ein Ofen und macht eine Menge Überhitzungsschaden. Er ist sehr, sehr tanky, macht eine Menge Schaden, ist dafür aber relativ langsam und unmobil. Und wie ich diesen Boss besiegt habe, zeige ich und erkläre ich dir in diesem Video. Wenn dir das Video gefällt, gib einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen oder Anregungen, schreib sie mir gerne in die Kommentare, auch wenn du vielleicht irgendwas anders siehst als ich. Und tu mir zwei Gefallen. Erstens, lass gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da. Zweitens, lass auch gerne ein Follow auf Twitch da. Und wenn du noch Leute zum Lies of Pi zusammenspielen suchst, dann komm auch gerne auf meinen Discord, den Link findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Der fünfte Boss, Flamme des Königs, ist gar nicht so schwierig, wie man eigentlich denkt. Als ich das erste Mal in dem Raum drin war und den Boss gesehen habe, gegen ihn gefightet habe, dachte ich mir, holy shit, das schaffe ich nie. Vor allen Dingen, weil ich noch nicht meine Waffe geupgradet habe und noch nicht so ganz im Skillsystem drin war. Das habe ich mir nach dem Fight nochmal genauer angeschaut und da wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall ein Video kommen, wie du optimal skillen kannst und was du bei deinen Waffen beachten musst. Kommen wir nun aber zum Bossfight. Der Bossfight an sich ist relativ easy, da wir ja den Geist zur Verfügung haben. Schau, dass der Geist tankt und stell dich immer hinter dem Boss, um eine Menge Schaden an ihm zu verursachen. Gerade wenn der Boss am Rennen ist, also seinen Ansturm quasi, sag ich mal, macht, weich einfach aus, renn hinterher und hau von hinten drauf. Das macht echt eine Menge aus und eine Menge Schaden. Sonst ist der Boss relativ langsam, macht dafür, wenn er trifft, aber sehr, sehr guten Schaden. Das Glück, das wir haben, ist, dass wir parieren können und so immer wieder unsere Fehler quasi ausbügeln können. Das ist übrigens der Ansturm, den ich gemeint habe, hier einfach hinterher und ordentlich Schaden machen. Wenn er hier seinen Ofen öffnet, um den Boden einzusauen mit ordentlich Feuer, müssen wir uns hinter diese Säulen stellen. Ihr seht es, wenn wir dann nicht schnell genug sind, kriegen wir Schaden so wie ich und dann kann ich euch nur raten, so eine Ampulle einzusetzen, dass ihr quasi weniger Schaden bekommt. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich hinter diese Säulen geht und das Schlechte daran ist, die Säulen können auch zerstört werden, wenn wir keine Säulen mehr haben, ist nicht so gut. Deswegen immer schön gucken, dass der Boss die Säulen nicht zerstört und sonst immer hinter dem Boss stehen. Gerade wenn so Flammenangriffe kommen, gerne dahinter stellen und wenn er den Ansturm macht, ihn gerne auch mal vorbeilaufen lassen. Sobald die weiße Skillleiste ist, wie immer gerne hinter den Boss mit der R-Taste aufladen oder den Angriff aufladen und dann so einen tödlichen Schlag zusetzen. Ja, und dann sollte der Boss nicht mehr viel Leben haben, so wie bei mir, und ihr könnt ihn relativ easy finishen. Ich hatte am Ende noch meine Spezialfähigkeit über, konnte die zweimal einsetzen und der Boss war Geschichte. So einfach war der Fight bei mir. Danach haben wir direkt auch so einen Reset-Punkt da, wo der Boss gestorben ist und wir können mit der Story weiterspielen. Wie gesagt, nach diesem Video ist mir aufgefallen, dass ich mein Schwert noch ordentlich skillen kann, weil ich mir das Lager quasi in dieser Zitadelle einmal angeschaut habe und werde euch da in den nächsten Stunden nochmal ein kleines Update-Video machen, wie ihr am besten skillen könnt, worauf ihr zu achten habt bei den Waffen und wie ihr die Waffen verbessern könnt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hilft dir weiter, den Boss in Lies of Pi zu besiegen. Denn der Boss ist essentiell, um in der Story weiterzukommen und generell die Geschichte von Lies of Pi oder das Spiel irgendwann durchspielen zu können. Ist noch ein relativ Anfangsboss, aber ich finde, er war trotzdem sehr, sehr knackig. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen, Anregungen, wie immer, gerne in die Kommentare. Und tu mir zwei Gefallen. Erstens ein Abo auf YouTube, zweitens ein Follow auf Twitch. Das war's auch schon. Ich hoffe, du hast noch eine Menge Spaß in Lies of Pi und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, euer Mottenmann. Ciao!